Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Unser Thema heute in diesem Webinar der Customer Experience Week ist das Thema Customer Experience als neue Wunderwaffe. Warum scheitern so viele an der Umsetzung? Ich gehe also davon aus, dass jedem schon so etwas klar ist, was das Thema Customer Experience umfasst. Ich werde es aber auch noch etwas einordnen und dann einige Tipps aus unserer Beratungspraxis bringen zum Thema, was sollte man nicht tun oder was sind so die typischen Themen, warum sowas scheitert und was sollte man, kann man dagegen tun. Zunächst kurz zu meiner Person. Mein Name ist Wolfgang Weber. Ich bin Geschäftsführer der CX Omni Marketing Software GmbH. Wir sind ein Startup in München, das allerdings auch aus einer Beratung hervorgegangen ist. Wir sind seit über 15 Jahren im Bereich Customer Experience Beratung aktiv und unterwegs in allen Bereichen Marketing, Vertrieb und Service, also nicht nur Callcenter. Und haben hier eine Menge Erfahrungen gemacht und können so ein bisschen aus der Praxis berichten. Das ist heute auch meine Intention. Was möchte ich Ihnen in den nächsten 30 Minuten erzählen? Zum einen mal ganz kurz zum Abholen, wie verstehen wir Customer Experience Management? Der Begriff ist nicht so eindeutig belegt. Da eine kurze Einordnung. Dann 11 Hürden, an denen CX-Projekte scheitern können, nicht müssen, aber können. Das sind so typische Indikatoren, wie wir sie aus der Praxis aus vielen, vielen Projekten kennen. Und dann natürlich auch noch mal so ein bisschen und in den Hürden werde ich Ihnen natürlich auch erzählen, was wir glauben, was das Gegenstück dazu ist, was man tun sollte. Und am Schluss des Vortrags noch ein paar Tipps zur schrittweisen Einführung eines Customer Experience Managements, auch systemgestützt. So, dann würde ich gerne gleich einsteigen. Wie sehen wir den Begriff Customer Experience Management? Er teilt sich zunächst mal in drei Teile. Der wichtigste, den sollte man nicht vergessen, Customer. Sage ich auch aus gutem Grunde, wird nämlich gerne immer wieder so auch als interne Übung verstanden. Dann das Thema Experience, also was erfährt unser Kunde, was möchte er und das Ganze dann auch das Management. Also das heißt, Management bedeutet natürlich nicht nur dokumentieren und verstehen und mappen, sondern es bedeutet auch etwas zu tun, um diese Customer Experience zu verbessern. Welche Begrifflichkeiten gibt es da? Warum tut man das überhaupt? Und ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail einsteigen, aber nur damit man so ein bisschen mal versteht. Also unter dem Customer ist es egal, ob man den jetzt User nennt oder Consumer oder potenziellen Kunden oder schon Kunde oder Händler oder Ex-Kunde. All diese externen Begriffe sind denkbar. Also der Kunde kann verschieden sein, kann ein Consumer im Consumer-Business sein, kann ein Business-to-Business-Kunde sein, kann nur mal ein User sein. Im Endeffekt meint es dann das Gleiche, nämlich der meine Produkt und meine Interaktionen erlebt. Dann Experience. Was ist eine Experience? Wir sehen Experience eben nicht nur als den individuell ausgesteuerten Content. Das ist manchmal der Begriff. Also man verwendet den Begriff heute auch oft da, wo es um den E-Commerce, um die Aussteuerung von individualisierten E-Commerce-Angeboten oder spezifischem E-Commerce-Content betrifft. Das ist sicherlich richtig. Aber wir verstehen den Begriff ganzheitlicher. Also es geht nicht nur um Content, es geht um Erwartungen, es geht um Emotionen, Begeisterung, Interaktionen, Einfachheit. Also alles das, was der Kunde aus seiner Sicht erfährt. Und das ist vielleicht schon mal der wichtigste Hinweis. Also es geht sehr stark im Customer Experience Management nicht nur um die Innensicht dessen, was wir tun, sondern sehr stark um die Außensicht und das, was der Kunde wahrnimmt. So, und Management, das sind natürlich verschiedene Aspekte drin. Mehr Umsatz, Kundenbindung, Markenwert, Kunden als Fans, Markenbotschafter, um nur einige zu nennen. Also das heißt, hin zu einer dauerhaften Verbesserung der Markenwahrnehmung und des Umsatzes in letzter Konsequenz. Wie tun wir das oder wie wird das im Customer Experience Management generell getan? Auch da könnte man über jeden der Punkte, der hier steht, eine Stunde referieren. Möchte ich jetzt vermeiden. Also zum einen gibt es da die Personas, es gibt Customer Experience Journey Workshops, es gibt Touchpoints, also als Wahrnehmungspunkte, Berührungspunkte, die der Kunde mit der Marke oder dem Unternehmen hat. Ein ganz wichtiger Faktor im Bereich des Experience Managements. Im Bereich der Experience wiederum gibt es Wow-Momente, Customer Experiences, Mikromomente, Touchpoint-Management, Gainpoints, Painpoints und so weiter. Also das sind alles die Methoden und Tools, mit denen man dann beginnt, Customer Experience Management messbar, verstehbar und steuerbar zu machen, bis hin zu Themen wie KPIs, einem CX-Messsystem, CX-Process Intelligence, Voice of Customer. Sie sehen also, Experience Management hat nicht alleine mit Customer Journey Mapping zu tun, das ist ein Element davon,
hat auch nicht nur mit Touchpoints und mit Personas zu tun, sondern ist im Endeffekt ein ganzheitlicher Ansatz. So, und was ist der Sinn des Ganzen? Nämlich erstens verstehen, was der Kunde möchte oder was er empfindet, dokumentieren, also das Ganze eben auch mappen, zeigen und verständlich machen. Mit dieser Dokumentation, sehr oft in Form von Journey Maps oder von Emotionsmaps, von User Story Maps, mit dieser Dokumentation dann nicht abschließen, sondern mit dieser Dokumentation natürlich in die Kommunikation gehen, also insbesondere mit externen Dienstleistern, mit anderen Abteilungen, mit allen Beteiligten an dem Prozess. Und dann natürlich von dem Kommunizieren in ein Messen kommen, in ein regelmäßiges Messen, um letztendlich, das darf man nicht vergessen, man kann es nicht oft genug sagen, Handlungen auszulösen. Also wir sehen oft die Situation, dass man Journey Mapping betreibt, aber zum Schluss vergisst tatsächlich, dass man das deswegen tut, um in letzter Konsequenz vertriebliche oder servicetechnische Handlungen am Kunden auszulösen. So, also die Welt des Customer Experience Managements, das nur mal als Übergriff. Das Ziel, das Oberziel ist natürlich, Kunden zu begeistern. Kurze Gegenüberstellung zum Thema CX und UX. Wir sehen in der Praxis im Moment diese beiden Disziplinen und auch Begrifflichkeiten mehr und mehr verschmelzen, was im Prinzip gut ist. Klassisches UX, wie wir es kennen, hatte früher sehr stark mit Usability, mit Online-Interaktionsdesign, mit visuellem Design, mit App-Entwicklung und Interaktion mit Software und digitalen Experiences zu tun, auch mit User Research, auch mit Content-Strategie. Während der Begriff CX sich immer schon etwas weiter gefasst hat, nämlich den ganzen Bereich Customer Experience im Bereich des Kundenservice, im Bereich der Werbung, Markenreputation, im Vertriebsprozess und letztendlich in der gesamten Interaktionskette umfasst. Wir sehen im Moment bei unseren großen Kunden im Bereich der DAX-Konzerne und der großen Fast-Moving Consumer Goods diese beiden Bereiche verschmelzen, was letztendlich gut ist, weil natürlich keine Usability und keine Interaktion eines Kunden ein isoliertes Thema bleibt. Also ich kann die bestbedienbare App oder Landingpage haben, wenn in der Summe der Interaktionen, die der Kunde erlebt, eine Unschlüssigkeit entsteht oder eine Komplexität oder ein Painpoint entsteht, hilft mir die einzelne gute Usability gar nichts. Deswegen sehen wir es als guten Trend, dass diese beiden Disziplinen beginnen zu verschmelzen. Soweit also zum Thema Einführung. Vielleicht noch, wie sehen wir so ein Customer Experience Management? Üblicherweise ist das ein stufenweiser Prozess, im Rahmen dessen man sich von der Innensicht in die Außensicht bewegt, was einem in der Regel als Unternehmen beliebig schwerfällt. Obwohl es natürlich naheliegend klingt, ist das eine der schwierigsten Übungen im Rahmen der arbeitsteiligen Prozesse eines Unternehmens und in der letzten Konsequenz mit dem Ziel, Kunden zum Fan zu machen. Es ist jetzt sicherlich nicht so, dass jeder der Apple seiner Branche sein möchte, aber letztendlich ist es natürlich so, dass jeder dem Ziel zustimmen kann, Kunden zu begeistern, Weiterempfehlungen zu initiieren und einen höheren Zufriedenheitsgrad zu zeigen. Der Weg dahin geht zum einen natürlich über ein methodisches Vorgehen, also das heißt, die Frage, wie zeichne ich Kunden Erlebnisse auf, über User Story Mapping, über Design Thinking Workshops, über Customer Journey Mapping. Und dann geht es über verschiedene Schritte, über Touchpoints und Customer Journeys hin zu den Erkenntnissen, zu Pain Points, zu Insights und in letzter Konsequenz auch zur Verbindung dieser Informationen mit quantitativen und qualitativen Umfragen unter dem Begriff Voice of Customer oder auch dem Thema Performance aus Kundensicht, bis hin zu einem kompletten Mess- und Steuerungssystem. Das heißt also, wenn das Thema Journey Mapping erledigt wurde, ist damit noch kein Customer Experience Management etabliert. Es ist tatsächlich ein letzter Konsequenz ein Mess- und Steuerungssystem, das bis in die Zielvereinbarungsprozesse von Management seinen Einklang findet. Soweit zum Thema Customer Experience Management, wie wir es verstehen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach mal diese 11 Hürden, die wir in jahrelangen und vielen Projekten erkannt haben und auch heute noch erkennen, die letztendlich da sind, an denen CX-Projekte, egal wie groß sie angelegt sind, scheitern können. Erstens,
kein Sponsor oder Beschluss aus dem Top-Management. Tatsächlich ist es ein sehr abteilungsübergreifendes Thema, weil der Kunde letztendlich ja keine Abteilungshürden kennt. Der Kunde kennt nur eine Marke, ein Unternehmen, einen Anruf. Und trotzdem entstehen exakt an den Nahtstellen mehrere Abteilungen und mehrere Beteiligten oft die Pain Points. Das heißt, will ich ein ganzheitliches Customer Experience Management einführen, brauche ich in letzter Konsequenz eine Rückendeckung aus dem Top-Management. Das muss nicht ein Generalbeschluss sein, das muss auch nicht sowas sein wie eine SAP-Einführung, aber es muss zumindest eine starke Rückendeckung da sein. Also es ist ein Thema, was sehr stark auch mit dem Leitbild und mit der Kultur und mit der strategischen Ausrichtung verknüpft sein muss. Ansonsten bleiben es Momentaufnahmen. Zweiter Aspekt. Das Projektteam setzt sich nur aus Teilnehmern eines organisatorischen Silos zusammen. Den Begriff der Silos verwendet man ja so ein bisschen in der Innensicht. Das ist natürlich ein notwendiges Organisationskriterium. Also es wird nicht möglich sein, in Zukunft ohne Silos zu agieren. Aber Silos sollten exakt das sein, was der Kunde nicht spürt. Denn seine Journeys, wie man hier sieht als Beispiel, seine Journeys laufen in der Regel quer über alle Silos. Der darf letztendlich die organisatorischen Verantwortlichkeiten und Brüche und Übergabepunkte einfach nicht spüren. Das heißt, ein Fehler, den man im Bereich eines CX-Managements machen kann, ist, dass man jetzt in ein Journey Mapping geht oder in eine Aufzeichnung der Kundenperspektive, auch in Net Promoter Score-Messung und anderes und betrachtet die letztendlich wieder sehr punktuell aus der Sicht einer Abteilung. Also ein Projektteam, das sich nur aus den Teilnehmern eines Bereiches zusammensetzt, der in irgendeiner Form mit dem Kunden interagiert. Klassischerweise aus dem Marketing oder aus dem Vertrieb. Idealerweise würde sich ein solches Projektteam letztendlich wirklich aus Beteiligten aller Bereiche zusammensetzen, die mit dem Kunden in den Kontakt kommen. Weiterer Punkt ist, man beginnt natürlich diese Dinge zu mappen und sich Wow-Momente auszudenken und in irgendeiner Form natürlich auch darzustellen. Alles gut und hilfreich. Man tendiert aber gerne dazu, das aus einer sehr hohen Flughöhe zu machen. Und A, zum Teil natürlich wieder nicht aus der Kundensicht. Also man hat dann so eine prozessanalytische Sicht auf die Dinge. Und kommt an vielen Punkten möglicherweise nicht in die Detailtiefe, die man braucht, um exakt zu erleben, was der Kunde wirklich erlebt am Telefon oder in einer Wartezeit auf eine bestimmte Rückmeldung oder ähnliches. Das heißt, die Dokumentation einer Customer Experience muss sehr, sehr stark ins Detail gehen. Am besten schon vorab, auch bei der Neueinführung von Produkten. Die Übung muss man eben einmal machen. Das ist auch sehr zeitaufwendig, aber der Kunde erlebt es einfach so. Und dann muss ich jeden einzelnen kleinen Schritt, den er erlebt, jedes kleine System-Mail, jeden Anruf, jede Detailaktivität hinterfragen und im Zweifel auch auf Vereinfachung prüfen. Also das heißt, ich muss sehr, sehr stark ins Detail gehen. Und ich muss sehr stark immer wieder versuchen, die Außensicht einzunehmen und nicht eine prozessuale Innensicht. Vierte Hürde: Die Ergebnisse werden nicht mit Fokuskunden oder Stichproben hinterfragt. Man nimmt dann bestimmte Dinge an aus dem Tagesgeschäft, aus der Annahme, alles ist gut. Beschwerden kommen nicht immer an. O-Töne verschwinden meistens in den Dokumentationen des Callcenters oder vielleicht noch nicht mal. Das heißt, die eigentlichen Pains sind möglicherweise in so einem Workshop oder in so einer Projektgruppe nicht direkt spürbar. Heißt, wenn man also solche Journey Mappings und Außensicht einnimmt und im Customer Experience Management einführt und beginnt, die Kundenreisen zu dokumentieren, ist es sehr wichtig, dass man die Ergebnisse mit einem Kreis von Fokuskunden oder einer Stichproben-MAFO hinterfragt, weil man eben sehr, sehr stark aus der Eigensicht denkt und mal aus der organisatorischen Eigensicht viele kleine Pains möglicherweise einfach nicht auffallen. Fünfte Hürde: Es gibt kein CX- und UX-Gremium. Das heißt, wenn ich eine Customer Experience Management im Unternehmen verankern möchte, brauche ich ein dauerhaftes Gremium mit Vertretern aller operativen Linienabteilungen, die letztendlich am Kundenprozess beteiligt sind. Und das sind ziemlich alle. Ja, das bedeutet, selbst wenn es um die Rechnungsstellung und das Mahnwesen geht, sind es Abteilungen, die mit Kunden in Berührung kommen über ihre Systeme. Das heißt, wenn ich CX nachhaltig implementieren möchte und es nicht nur als Strohfeuer, als Eintagsfliege mit ein paar Journey Mapping Workshops sehen möchte, brauche ich ein regelmäßiges CX-Gremium, was letztendlich
in aller Regel quer durch die organisatorischen Verantwortlichkeiten geht. Das muss nicht sich oft treffen. Das reicht, wenn sich das einmal im Quartal trifft. Weil das ist sozusagen der kundenorientierte Steuerungskreis für alles, was man in Richtung CX ganzheitlich macht. Denn da muss auch die Rückendeckung herkommen, wenn es quer in andere Bereiche reingeht. Ansonsten hat man immer wieder die Situation, dass man an der Grenze des eigenen Silos aufhört. Sechste Hürde. Es braucht, und das ergibt sich aus der vorherigen auch, es braucht letztendlich in allen operativen Linienabteilungen, die Kundenbeziehungen oder Kundenprozesse verantworten, einen CX-Botschafter, wie immer man ihn nennen mag, Navigator, Botschafter, Fahnenträger, letztendlich jemand, das ist keine Vollzeitstelle, das muss nicht zwangsläufig eine neue Person sein, sondern das ist jemand aus diesem Bereich, der den Ball aufgreift für die Journeys, für die übergreifenden Journeys, die letztendlich vor der eigenen Verantwortung beginnen und nach der eigenen Verantwortung aufhören. Das bedeutet, das ist derjenige, der die vor- und nachgelagerten Prozessschritte aus der Kundensicht kennt, der die Journey Maps mitverantwortet, der in solche Gremien berichtet. Also das heißt, ich brauche auch jemanden, der den Ball aufnimmt. Schöne Journey Maps nutzen gar nichts, wenn nicht jemand danach sich verantwortlich fühlt, die Insights, die sich daraus ergeben, auch weiter in die Projekte und in die Abteilungen zu tragen. Also es braucht CX-Botschafter. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Customer Experience Management ist ein Thema, was die Grenzen von PowerPoint und Excel sprengt. Das heißt, ich habe natürlich eine Vielzahl von Touchpoints. Dazu gehören schon mal eine unglaubliche Vielzahl von Korrespondenzen, eine unglaubliche Vielzahl von Online-Touchpoints. Eine Website ist eben nicht ein Touchpoint, sondern bestimmt 20 oder 30. Die Landingpage ist vielleicht noch gar nicht gezählt. Nämlich die Touchpoints, die der Kunde nutzt, um irgendwas zu tun. Da ist ein Konfigurator, da ist eine Anfahrtsbeschreibung, da sind verschiedene Dinge. Also jeder dieser Punkte ist ein Touchpoint. Das heißt, durch die elektronischen Kanäle ist natürlich die Anzahl Touchpoints deutlich größer geworden im Vergleich zu früher. Und das heißt, ich kann eigentlich ohne eine zentrale Referenzdatenbank aller Touchpoints und ihrer Interaktionen und vor allen Dingen ihrer Verkettungen im Rahmen von Journeys nicht mehr verstehen, wie es passiert. Es kann also sehr gut sein, dass Sie einen Touchpoint haben, der hervorragend in sich stimmt, der Text stimmt, das Anschreiben ist stimmig. Wenn Sie es aber in eine Reihenfolge legen für das, was vorher passiert ist mit dem Kunden und was danach passiert, wird es zum Teil ad absurdum geführt oder ist es nicht mehr stimmig. Das ist genau die Situation. Also das heißt, Sie können ein Customer Experience Management nicht einführen, ohne dass Sie eine zentrale Referenz aller Touchpoints haben. Und die auch zu verstehen. Da reicht es eben nicht zu sagen, das Schreiben 4711 müsste mal wieder überarbeitet werden. Man muss das schon vor Augen haben. Man muss es dann wirklich in der Hand haben können, auch in Workshops, wo man sagt, aha, ist denn dieser Text, ist denn dieser Inhalt jetzt tatsächlich stimmig? Stimmt das mit der Erwartung des Kunden überein oder merken wir, dass der Text zwar gut klingt, aber in Wirklichkeit der Kunde hier etwas völlig anderes erwartet? Hürde Nummer 8, das ergibt sich auch wieder aus dem vorherigen. Also Sie können ein Customer Experience Management ohne ein Customer Experience Management System letztendlich dauerhaft nicht mehr aufbauen. Mit Excel und PowerPoint kriegen Sie diese Dynamik, die sich heute auch aus neuen Touchpoints, aus Landingpages und sehr vielen Varianten von Touchpoints, speziell in der immer größeren Art der Personalisierung oder der Clusterung in verschiedene Zielgruppen, kriegen Sie das heute nicht mehr dargestellt in Excel und PowerPoint. Das heißt, Sie brauchen letztendlich eine Lösung, wie wir sie zum Beispiel anbieten. Klar, ein kleines bisschen Eigenwerbung, die letztendlich ermöglicht, diese Touchpoints alle zu managen, Journeys zu dokumentieren, die Verkettung der Journeys mit den Touchpoints zu zeigen und in der Konsequenz auch die Möglichkeit zu haben, Datenpunkte aus anderen Systemen abzubilden. Also das heißt, alles, was da kundenspezifisch an Informationen da ist, bezüglich Net Promoter Scores, Voice of Customer oder Mengenströmen auch tatsächlich entlang der Journey zu zeigen. Weiterer Punkt, Datenquellen, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Das heißt, das ist ein Thema, was jetzt tatsächlich noch nicht so alt ist. Das ist ein sehr neues Thema. Man hat natürlich diese Datenquellen, also all das wird Ihnen bekannt vorkommen. Wenn Sie Callcenter haben, haben Sie da sehr, sehr viele Daten ohnehin schon, was Abbrecherquoten, Warteschleifen und so weiter anbelangt. Sie haben wahrscheinlich einen Net Promoter Score, der ist doch sehr weit verbreitet. Und MAFO-Daten im Rahmen der ISO und Web Analytics sind selbstverständlich. Also es ist nicht das Problem, dass es an Datenmangel. Der Punkt ist, diese Daten werden
sehr unterschiedlich aggregiert, sehr unterschiedlich reportet, liegen in sehr unterschiedlichen Abteilungen und werden sehr unterschiedlich ausgewählt und dargestellt und nicht zu eindeutigen KPIs zusammengeführt. Der Trend der nächsten Jahre wird sein, diese Datenquellen, die Essenz dieser Datenquellen, die Quintessenz, was die Mengenströme anbelangt und die qualitativen Aussagen der Kunden anbelangt, auch mit Voice Recognition und auch mit Text Recognition, diese Daten zu komprimieren, zu kondensieren und zu einem CX-Dashboard zu integrieren, um da aus in Echtzeit jede Woche im Jourfix Maßnahmen abzuleiten und nicht nur einmal im Jahr im Rahmen einer strategischen Ausrichtung. Keine Angst, das ist ein Thema, was letztendlich relativ neu ist, weil man traditionell natürlich diese Daten auch, weil man letztendlich ein solches Dashboard vielleicht nicht integriert hatte oder weil man die Außensicht noch nicht dokumentiert hatte. Das Interessante ist an so einem Thema, dass man diese Daten jetzt gegen die Außensicht stellt, die man emotional, die man einmal dokumentiert hat im Rahmen von Journey Mapping. Zehnte Hürde. Customer Journey Maps werden inzwischen doch relativ häufig genutzt und ist eine sehr verbreitete Möglichkeit. Die Technologie oder das Customer Journey Mapping ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt, setzt sich gerade in der Breite durch, dauert meistens immer etwas länger, ist in Ordnung. Es ist allerdings eine Gefahr mit Customer Journey Maps verbunden, nämlich dass sie eine Momentaufnahme bleiben, ohne dass man anschließend ein Soll-Ist-Management betreibt, ohne dass man KPIs dagegen misst und ohne dass man ein Insights-Management daraus ableitet. Das heißt, nichts gegen einen Journey Mapping Workshop, der kann eine nette Erkenntnisse bringen. Dann spielt man mal einen Tag Kunde. Das alleine ist schon positiv, weil viele Beteiligte sich dann einfach mal die Kundenbrille aufsetzen. Also das an sich ist schon mal eine gute Übung. Aber das, wie gesagt, die Map, die daraus entsteht, ist nicht das Endergebnis eines Zertifizierungs- oder Qualifizierungsprozesses, wie es vielleicht bei einer Prozessbeschreibung ist, sondern es ist tatsächlich ein Startpunkt. Ansonsten bleibt es eine Momentaufnahme und die Gefahr besteht, dass das Tagesgeschäft danach wieder gerade so weitergeht und die Erkenntnisse aus den Maps nicht, die Bälle nicht aufgenommen werden. So, und dann schon die letzte der 11 Hürden, die sind so die Kernthemen, die wir gefunden haben in unseren Projekten, nämlich das, was ich gerade gesagt habe, die Erkenntnisse aus den Customer Journeys. Die Frage ist dann schon, wer ist eigentlich der Owner einer solchen Customer Journey? Jetzt haben wir ja wieder 5, 6, 7 Beteiligte in diesem Prozess. Wer hat denn jetzt die Verantwortung, dass der Kunde dieses schlüssige Erlebnis hat, was möglichst einfach und möglichst wenig komplex und sehr konsistent und sehr positiv ist? Und das ist eben der nächste Punkt. Das heißt, Journey-Kenntnisse, Erkenntnisse werden nicht in laufende Projekte. Es gibt ja doch viele punktuelle Verbesserungsprojekte, Systemeinführungsprojekte und so weiter. Also nicht so, dass man nichts Richtung Kunde tut. Aber die Erkenntnisse aus dieser Außensicht, aus diesen Außensicht-Workshops, müssen natürlich in diese laufenden Projekte, in die Prozesse und in die Systeme referenziert werden. Also jemand muss den Hut aufhaben dafür, dass diese Informationen auch weitergegeben und umgesetzt werden oder zumindest hinterfragt werden. Man kann nicht alles umsetzen. Es ist immer auch ein Business-Ziel damit verbunden. Also nicht jede Perfektion, die man sich am Kunden vorstellen kann, ist letztendlich auch finanzierbar. Aber ich muss zumindest bewusst entscheiden, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Das heißt, ich muss letztendlich aus einem solchen Journey Mapping Workshop auch rausgehen und in der Konsequenz Maßnahmen verantworten und ableiten. Ja, das bringt mich zu den Tipps zur Einführung eines Customer Experience Managements. Viele Beispiele habe ich schon genannt. Wir sehen das als kontinuierlichen Prozess. In aller Regel sieht er in etwa so aus. Es beginnt oben mit dem Thema Verstehen und Dokumentieren, also letztendlich erstmal zu verstehen, welche Kundenreisen haben wir, wer erlebt was, also auch sehr stark zu schauen, wo stehen wir eigentlich, wie groß ist unser Delta, haben wir irgendwo ein Problem in der Kundenzufriedenheit, in den Liefergeschwindigkeiten, in ähnlichem mehr. Also das heißt, es ist ein Thema, was auch sehr stark auf Vorstandsebene initiiert und verstanden werden muss. Es geht dann in aller Regel im nächsten Schritt messen und bewerten und auch dokumentieren in das Thema Customer Journey Mapping, Customer Journey Mapping Workshops. Also letztendlich das Einführen einer Customer Journey Mapping Logik, um diese Außensicht ins Unternehmen zu tragen, also um auch erstmal die Methodik einzuführen, woraus dann eine Phase entsteht, in der man jetzt
Kundenreisen priorisiert und Touchpoints, laufende Projekte referenziert, Handlungsempfehlungen ableitet, CX-Manager und ein CX-Gremium etabliert, also sehr stark in die interne Kommunikation geht, um dann idealerweise für UX und CX zu begeistern, also jetzt nicht den Kunden, sondern erstmal die interne Organisation, also letztendlich ein Etablieren interaktiver Customer Journey Maps, eines Kundenversteherportals, eines CX-Portals und diverser Tools, die dann dazu führen, dass letztendlich alle Beteiligten am Kundenprozess irgendwo das Ganze auch sehr positiv empfinden und verinnerlichen. Einher damit geht dann das Thema Management von Touchpoints, das heißt also Thema Soll-Ist-Vergleiche an Touchpoints, Markenkontaktpunktbewertung zum Beispiel. Also das heißt, es geht von da ab sehr stark in das Thema KPIs, Messen, Steuern, Übernahme von Process Intelligence-Daten aus bestehenden ERP-Systemen und so weiter. Also jetzt wird es dann sehr stark datenlastig, wo man sagt, ich ziehe mir Daten aus bestehenden Systemen und in letzter Konsequenz verbinde ich diese Informationen dann mit dem Thema Case Management, Fallmanagement und natürlich Zielvereinbarung. Also das heißt, ich führe das in ein echtes Change Management über, und dann geht es wieder von vorne los. Also so ist es ein Prozess. Es steigt nicht jeder an der gleichen Stelle ein. Es gibt auch Kunden, die steigen durchaus mal mit einem KPI-Messsystem ein, weil bereits die Dokumentation erfolgt ist oder machen es parallel. Aber das sind im Wesentlichen die Schritte zu einem Customer Experience Management. Also Customer Experience Management ist nicht Aussteuern personalisierten Inhalts und ist auch nicht Customer Journey Maps, sondern beides sind nur kleine Teile eines nachhaltigen Prozesses. So, ich hatte schon angedeutet, wo kommen wir her, was tun wir? Wir unterstützen diesen Prozess an allen Punkten mit einem ganzheitlichen CX-System. Das heißt, zum Verwalten der Personas, der Touchpoints, der Journey Maps pro Persona, der Verbindung von Datenquellen, des Aufbaus von Dashboards und der Visualisierung aller Kundenerlebnisse innerhalb der Organisation. Das ist unser Thema. Wenn Sie das interessiert, gibt es dazu eine kostenlose Testedition. Wir haben auch Guidelines und wir haben im Rahmen unserer CX Omni Academy eine ganze Reihe von Workshops, die in dieses Thema einführen und die letztendlich begleiten im Rahmen einer CX-Einführung. Und damit bin ich auch, glaube ich, fast auf den Punkt am Ende meines Vortrags und freue mich über Fragen, die sicherlich Rainer mir jetzt aus dem Chat weiterreichen wird. Ja, Wolfgang, vielen, vielen Dank für den super Überblick. Ja, aber der war irgendwie so gut, dass gar keine Fragen kommen. Aber so als Moderator habe ich da schon mal eine vorbereitet. Wie ist denn so die Gewichtung eurer Kunden so zwischen Groß und Klein und Mittelstand? Kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Wir kriegen oft die Frage, ist denn das ein Thema für den Mittelstand oder ist das überhaupt ein Thema für das Thema Business to Business? Und wir stellen dann immer die Gegenfrage, die heißt, haben Sie einen Kunden, der etwas empfindet? Falls nein, ist es kein Thema für Sie. Bedeutet, genau genommen wäre es diese Art von Vorgehensweise, vielleicht nicht immer in der Perfektion aller Datenschnittstellen, aber doch diese Außensicht, Journey Mapping, Touchpoints, ist etwas vom kleinen Unternehmen bis zum Großunternehmen. So ist die Theorie. In der Praxis ist es aber doch schon so, dass diese Initiativen, die das ganzheitlich angehen, im Moment eher bei den ganz großen fast-moving Consumer-Goods-Unternehmen der Fall sind und dass wir merken, dass im Mittelstand das Thema noch sehr punktuell angegangen wird. Also das heißt, im Mittelstand hat man gerade die Übung Customer Relationship Management, CRM, hinter sich in der Regel und ist in diesem Thema CX noch relativ punktuell unterwegs. Das heißt also, im Moment ist es tatsächlich ein Thema, was die ganz großen Unternehmen im großen Stil tun. Im Mittelstand fängt es punktuell an und bei kleineren Unternehmen ist es natürlich so, dass man nicht so viele Abteilungstrennungen hat und vieles dessen, was man tut, auch aus einem Workshop heraus schon mal erkennen kann und sehr viele Verbesserungen erkennen kann auf Zuruf, weil man doch in einer kleineren Organisation möglicherweise nicht so viele organisatorische Silos hat. Also so ist im Moment der Trend. Okay, ich habe so zwei Fragen. Die eine ist, glaube ich, schon beantwortet. Das war das hier, gibt es Unterschiede zwischen B2B und B2C? Hast du ja schon ein bisschen was darüber erzählt. Zweite Frage ist für alle interessant. Ja, werden die Folien bzw. die Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt? Ja,
Bekommen Sie entweder von euch direkt geschickt, später stehen Sie dann auch auf der Webseite zur Verfügung, gemeinsam mit der Aufzeichnung. Genau, alle Teilnehmer kriegen diese Präsentation geschickt und die Sprach- und Bildaufzeichnung haben wir dann, wie gesagt, auch verlinkt. Super, okay, ja, ich schaue noch mal, ob es da weitere Fragen gibt. Im Moment erstmal nicht. Dann sage ich nochmal vielen Dank. Jetzt gibt es eine kleine Mittagspause. Und dann geht's weiter. Heute haben wir noch drei spannende Webinare. Ich würde mich freuen, wenn wieder der ein oder andere dabei ist. Ich sage auch nochmal vielen Dank nach München, so aus den Norden in den Süden. Und Sehr ja, gerne. bis bald. Dankeschön. Ciao. Tschüss.